Moin und herzlich willkommen zur 658. Rohstoff-Tagesausgabe der Formationstrainer am Montag, den 25. November 2013. Und die Edelmetalle feiern ein klitschko-kleines Comeback. Aber ich sag's Ihnen gleich zu Beginn: Es ist nicht ausreichend, um jetzt wirklich von einem Reversal zu sprechen, dass der Markt hier Potenzial hat, eine Fortsetzung seiner bullischen Bewegung, die es heute gemacht hat, zu machen, sondern es ist eher von einem Bear Pullback zu sprechen, dass man die Stärke nutzen kann, um dann wieder bärisch in den Markt zu gehen. Nicht nur, weil wir hier eine K- und D-Linie haben, die immer noch unterhalb der 20 umeinander umschlungen ist. Nicht nur, weil wir keine Unterstützung von Momentum bekommen. Nicht nur, weil wir im Wochenchart eine Verkaufsformation haben. Und nicht nur, weil wir eine wichtige horizontale Marke im Bereich von 20,50 bärisch aufgegeben haben, sondern auch, wenn ich Ihnen zum Beispiel SLV zeige, weltweit größte ETF auf Silber Bullish, dann hat diese Bewegung kein Volumen. Der Abverkauf hat ja mehr Volumen. Wenn wir ihn korrespondierend dazu GLD anschauen, weltweit größte ETF auf Gold Bullish, der Ausverkauf hat ja Volumen. Das hier hat kein Volumen. Insofern ist leider das, was wir gerade bei Silber und Gold sehen, aus Sicht der Bullen gesprochen, keine Trendumkehr, was wir hier gerade sehen, sondern der Markt läuft hier in Richtung einer ehemaligen wichtigen Unterstützungsmarke, was jetzt Widerstand ist. Alles, was der Markt hier in diese Richtung macht, ist großer, großer Widerstand. Schön wäre es, wenn er nochmal da ranläuft, vielleicht so mal ein Doji macht und uns irgendwie anzeigt, jawohl, das ist ein Widerstand, und dann wieder anfängt, tiefere Tiefs zu machen, dann kann man wieder das Ding auf der Short-Seite traden. Die Wahrscheinlichkeit einer Fortsetzung, sogar tiefer als das Tief, was wir gesehen haben bei 1960, ist aktuell deutlich größer, als dass der Markt jetzt hier anfangen sollte, abzuheben in Richtung 22 und darüber hinaus zu laufen. Wenn man sich dazu GDX anschaut, ETF der Minenwerte, da muss man sagen, die haben zwar ein Comeback gefeiert und schaffen es exakt hier an dieser horizontalen 22-20 zu schließen, aber eine andere Trendlinie wurde bärisch aufgegeben. Das heißt, wir haben nur noch eine Unterstützungszone. Und wie gesagt, mit dem, was wir hier sehen, mit dem signifikant tieferen Tief, was wir gemacht haben, ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Markt entweder nach einem Pullback oder nach einer Seitwärtsrange wieder tiefere Tiefs macht und eher bärisch werden wird, deutlich, deutlich größer. Entweder man ist ein Bär und man passt seinen Stop-Loss an, oder man nutzt diese Comebacks, was wir gerade sehen, diese Pullbacks, um etwas auf der bärischen Seite zu traden. Was ich Sie heute fragen möchte, warum ich Sie bitten möchte, ist, dass Sie darüber nachdenken, warum Sie eigentlich am Markt aktiv sind. Wofür machen Sie das? Ist selbstständiges, aktives und erfolgreiches Handeln, ist das wirklich Ihr Ziel? Ist das Ihr Wunsch? Ist es Ihnen wirklich wichtig? Und jetzt werden Sie sagen, na klar ist mir das wichtig, warum soll ich denn das sonst tun? Menschen sagen manchmal Dinge aus einer Floskel heraus, ohne wirkliche innere Haltung, wie zum Beispiel, ich will abnehmen, ich will mehr Sport treiben, ich will aufhören zu rauchen. Kommt Ihnen das bekannt vor? Das sagt man aber also aus einem Impuls heraus, ohne dass man es wirklich will, ohne die wirkliche innere Haltung. Und das ist beim aktiven Handeln nicht anders. Es gibt nicht wenige, die im Markt sind, die eigentlich gar keine Lust mehr haben aufs Trading. Im Grunde genommen gibt es so eine Stimme, die denen sagt, du musst die Verluste wieder reinholen. Das heißt, die werden praktisch zur Arbeit geschickt, obwohl sie es gar nicht mehr wollen. Und deswegen empfehle ich Ihnen, dass Sie einmal sich die Zeit nehmen, darüber nachzudenken, warum bin ich eigentlich im Markt? Und macht mir das Spaß? Will ich wirklich einen Stop-Loss benutzen? Will ich wirklich mit dem Risikomanagement arbeiten? Will ich wirklich strategisch vorgehen und Systematik in mein Trading reinbringen? Ist das wirklich mein Wunsch, mein Ziel? Oder sage ich es nur so vor mich hin? Und das ist auch der Grund, warum es viele nicht schaffen. Weil sie nicht die innere Haltung haben. Weil sie es eigentlich gar nicht wollen. Und wenn sie diese Frage beantwortet haben, ey, da sind sie schon ein ganzes Stück weiter. Weil sie nämlich diese Nörgelstimme los sind, die ihnen die ganze Zeit sagt, hast wieder keinen Stop-Loss benutzt? Hast du wieder das nicht gemacht? Warum sitzt du dich denn nicht hin und lernst mal irgendwas? Hängst schon wieder vor der Couch rum? Ja, weil sie es vielleicht nicht wollen. Weil ihnen andere Dinge wichtiger sind. Klären Sie das als allererstes mit sich selbst, damit Sie mit Ihrem Leben vielleicht etwas anfangen, was Ihnen wirklich Spaß macht. Sei es, dass Sie kicken gehen oder zugucken, wie andere kicken. Oder dass Sie mit Ihrer Familie unterwegs sind oder nur schlafen, was auch immer. Aber wenn Sie für sich die Frage beantwortet haben, ja, es ist mein Ziel, es ist mein Wunsch, es ist mir wichtig, dann kommen nicht wir. Was dann kommt, ist Ihre innere Haltung. Dann müssen Sie
die Dinge tun, die notwendig sind. Dann müssen sie diszipliniert sein, dann müssen sie sich hinsetzen und lernen und üben. Und auf diesem Weg glaube ich, dass unser Mentorprogramm ein exzellentes Instrument ist, damit sie ihre Ziele erreichen. Weil wir große Freude daran haben, an dem, was wir tun, weil wir genuines Interesse haben, dass diejenigen, die das Ziel haben, die den Wunsch haben, aktiv und erfolgreich und selbstständig zu traden, dass sie es auch schaffen. Aber die Antwort steckt erst in ihnen. Wenn sie die Antwort rausbekommen haben, ja, ich will es wirklich, dann sind sie herzlich eingeladen, mich zu kontaktieren und mir zu schreiben, was eigentlich ihre Ziele sind, damit ich ihnen dann nochmal reinen Wein einschenken kann und ihnen sagen kann, ob dieses Ziel überhaupt realistisch ist oder nicht. Sie sind herzlich eingeladen, mich zu kontaktieren und nicht nur sich über unser Mentorprogramm zu informieren, sondern mit mir über ihre Ziele zu sprechen. Wenn man sich Gold im Stundenchart anschaut, ich hatte Ihnen gesagt, wir haben hier eine Seitwärtskonsolidierung nach einem Abverkauf und wenn sie bärisch aufgelöst werden sollte, dann hat der Markt Potenzial in Richtung 1200 zu laufen. Diese Analyse hat nicht gestimmt, sondern der Markt macht hier das tiefere Tief, geht aus dieser Seitwärtswende bärisch raus, kommt nicht nur dann wieder ran an die 1240, sondern schafft es sogar hier diese Seitwärtsrange auf der bullischen Seite bullisch aufzulösen. Nachdem der Markt hier in diese Richtung zurückgekommen war, haben wir diese Zone genutzt, sind bärisch in den Markt gegangen, hat ein kleines Risiko, der kommt zurück, stoppt uns aus, in Ordnung. Wir haben unser System getradet, kann er gerne machen. Was aber wichtig ist jetzt, wir dürfen nicht jetzt immer und immer wieder versuchen, jetzt short in den Markt zu gehen, solange wir kein Setup haben. Hier hatten wir ein Setup, hier haben wir kein Setup mehr. Wir haben hier zwar potenzielle Widerstandsmarken, die eine 1257, die andere 1265, da ist eine horizontale Marke, da ist die 200-Stunden-Linie. Aber bis jetzt zeigt sich zumindest der Stundenchart ziemlich bullisch. Sonst fangen sogar die K&D-Linie, fängt sich an, umeinander zu umschlingen. Wir haben Unterstützung vom Momentum, aber der Tageschart, der hat immer noch hier eine K&D-Linie um die 20er-Marke. Diese Kaufformation, diese bullische Bewegung, die wir bekommen haben, verzeihen Sie bitte, die ist hier in Richtung dieser Widerstandszone und deswegen ist es nicht ausreichend, um zu sagen, jetzt kommen die Bullen in den Markt, sondern es ist eher ein Pullback und dann hat der Markt nochmal Potenzial, was Bärisches zu machen. Zumal, jetzt wenn Sie sagen, oh, jetzt kommt er wieder mit seinen Panikkursen, das, was der Markt hier nach unten gemacht hat, das war ein Panikkurs. Ich zeige es Ihnen einmal, wir haben ja den Spotmarkt in Realtime und sogar im Tickvolumen. Und ich habe Ihnen hier mal den Sekundenchart aufgezeigt. Und Sie sehen hier, in einer Sekunde wird der Markt hier von 12,37 abverkauft in Richtung 12,27. Das sind 10 Dollar. Jetzt kommen wieder diejenigen, die sagen so, ja, der Kurs ist manipuliert. Das interessiert mich alles nicht. Das, was mich interessiert ist, was ist die Bedeutung einer solchen Bewegung und was passiert denn in so einem Falle? Und diejenigen, die immer wieder unsere Videos schauen, die werden sich auch noch an dieser Kerze erinnern. Und diese Kerze, das war eine 10% Kerze, das war nicht so eine kleine Kerze. Und die entstand ja in ungefähr 45 Sekunden. Und da haben wir ihnen immer wieder gesagt, das ist eine Panikkerze. Und wenn so etwas passiert, also wenn ganz viele Stops auf einmal abgeräumt werden, bam, 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 und der Markt wieder zurückkommt, dann neigt er dazu, sich das wieder abzuholen. Da haben ganz viele gesagt, wie, was, warum das denn und wie soll denn das passieren, asiatischer Handel, da schlafe ich doch, wie soll da Panik entstehen? In der absoluten Mehrheit der Fälle holt sich der Markt das wieder ab. Und das, was wir hier über den 1-Sekunden-Chart gesehen haben bei Gold, das wird sich der Markt auch eher früher als später noch einmal abholen. Und das, was wir hier gerade sehen, ist eher wahrscheinlich, dass er nicht nur in Richtung 12,27 läuft, sondern dass er sogar nochmal tiefer läuft und was Gold angeht, sogar in Richtung, ich zeige Ihnen noch einmal Gold, in Richtung der 1200er Marke laufen sollte. Wo haben wir denn Gold? Hier haben wir Gold. So, ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Denken Sie dran, risikobewusst zu traden. Schalten Sie nicht weg, wenn ich Ihnen das sage. Denn über das konservative Trading, darüber, dass Sie Ihr Kapital schützen, darüber entscheidet sich, ob Sie längerfristig erfolgreich sein können oder nicht. Denken Sie immer daran, mit einem Stop-Loss zu traden, denn der Stop-Loss ist und bleibt Ihr guter, bester Freund. Hoffentlich bleiben Sie alle gesund und wenn Sie mögen, bleiben Sie uns Formationstrainern doch bitte gewogen. Mein Name ist Hamed Esnaschari alias Wolke Pitt.